Familienurlaub oder Abschlussfahrt mit der Mannschaft, wenn du entscheiden müsstest. Also wenn meine Freundin das jetzt sieht, dann ist sie bestimmt sauer, aber dann eindeutig den Mannschaftsurlaub. Zuschauer, herzlich willkommen wieder zu 5 Minuten Feuer von Alpha Sports. Heute habe ich hier Thomas Franke, 33 Jahre alt, ehemaliger Profifußballer, unter anderem Energie Cottbus, Dynamo Dresden, Viktoria Berlin, etliche andere Vereine, Kickers Offenbach zum Beispiel noch. Er ist heute hier zu Gast. Ich werde ihn natürlich in 5 Minuten wieder fragen, was das Zeug hält, damit ihr Thomas bestmöglich kennenlernt. Genau, Thomas, herzlich willkommen hier bei Alpha Sports. Grüß dich. Arbeitest ja selber hier. Ja. Wie fühlt es sich an? Sehr schön. Sehr schön. Interessant, viel Input, aber macht Spaß. Sehr schön. Ja, wir wollen natürlich keine Zeit verlieren und fangen direkt an, jetzt hier 5 Minuten ablaufen zu lassen. Und ich bitte mal um Go. So, Thomas, Fußball spielen oder Fußball schauen? Spielen. Spielen immer noch, alles klar. Was hat dich denn am meisten genervt, in einem Spiel oder in einem Training? Das Laufen. Nur das Laufen? Nur das Laufen. Okay. Hoch und klar gewinnen oder kurz vor Schluss den Siegtreffer machen? Kurz vor Schluss. Siegtreffer machen. Okay. Was vermisst du denn am meisten beim Fußball, also jetzt nach deiner Karriere? Das Team, glaube ich. Also die Abende danach, nach Siegen, das in der Kabine, das Zusammensitzen, das, glaube ich, wird mir am meisten fehlen und fehlt mir jetzt schon. Ja, glaube ich, ne. Ja, jetzt die Frage natürlich nach der Karriere, vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür. Kino oder Bar? Oh, das ist schwer, weil ich bin Kinoliebhaber, sage ich mal so. Aber ich glaube, dann mit Freunden die Bar ziehe ich dann vor. Okay, sehr gut. Wenn du jetzt schon bei der Bar bist, Jack Daniels oder Jim Beam? Jack Daniels. Jack Daniels. Xbox oder PlayStation? Eher PlayStation. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Ronaldo? Ein bestimmter Grund, warum Ronaldo oder einfach erstmal? Ja, einfach so. Also ich finde, beide sind super Spieler, aber jetzt nicht unbedingt meine Favorites in Anführungsstrichen. Okay, wie bist du denn? Achtest du eher auf Ernährung oder alles rein? Alles, was gibt, immer rein. Ja, bist ja auch kein Typ, der zunimmt. Noch nicht, wer weiß. Ja, wer weiß. Kommt vielleicht im Alter. Okay, dann Zoo oder Aquarium? Eher Zoo. Ja, Zoo? Okay. Ja. New York oder Vegas? Vegas. Vegas? Ja. Aus welchem Grund? Weil ich da bis jetzt als einziges war von den beiden Städten, also würde ich immer wieder Vegas nehmen. New York will ich auch mal sehen, aber ich glaube Vegas, so eine Nacht. Das stimmt nicht schlecht. Hangover, ja. Was Feines. Stimmt nicht schlecht. Okay, bist du eher Typ anrufen oder eher texten? Ja, also, texten. Texten? Ja. Okay. Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee? Ganz klar. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Netflix oder Prime? Netflix. Netflix? Okay, also wenn du entscheiden müsstest jetzt, hättest du einen Vertrag, zweite Bundesliga hier oder erste Liga Österreich? Ganz klar hier, zweite Liga. Ganz klar hier? Ganz klar. Gibt es irgendeinen Grund? Ich finde die zweite Liga, also schon alleine jetzt, wenn man die neue Saison sieht, wie attraktiv die ist, ich glaube, da kann kaum eine andere erste Liga mithalten. Okay, ja, das stimmt. Würde ich, glaube ich, genauso machen. Das ist schon was Feines. Jedenfalls, sagen wir mal, Österreich oder sonstiges. Also England, okay, darüber braucht man nicht reden. Ja. Aber, ja. Also England, zweite Liga, würdest du England, zweite Liga eher machen als Deutschland, erste Liga aber? Nee. Auch nicht. Aber ich meine im Allgemeinen, wenn man jetzt zweite Liga, erste Liga nimmt, England natürlich dann erste Liga, anstatt zweite Liga hier. Auf jeden Fall gut. Dann Mallorca oder Ibiza? Mallorca. Oh, das hätte ich mir fast gedacht schon. Gibt es da auch irgendeinen Grund? Oder ja, zufällig? Ist einfach schöner Strand. Schönes Meer. Ja, das Meer ist super auf Mallorca natürlich. Da ist auch wieder so eine Zwischenfrage. Dann Familienurlaub oder Abschlussfahrt mit der Mannschaft? Wenn du entscheiden müsstest. Also wenn meine Freundin das jetzt sieht, dann ist sie bestimmt sauer, aber dann eindeutig den Mannschaftsurlaub. Ja? Ja. Okay. Das war immer das Highlight.
natürlich gehört ja irgendwie auch dazu bei uns Sportlern. Definitiv. Ne? Natürlich ist ein Familienurlaub auch schön, weil da kann man dann entspannen vom Mannschaftsurlaub oder von der Fahrt. Aber ja, am besten wäre es natürlich 3 Tage Abschlussfahrt und danach mit der Familie nochmal weggehen zum Erholen. Oder gleich da bleiben vor Ort denn und dann kommt die Familie. Das wäre das Beste. Das wäre auf jeden Fall das Beste, natürlich. Hattest du ein Ritual vor Spielen? Ja. Also bei mir war es halt immer so mit dem rechten Fuß auf dem Platz als erstes, mit dem linken dann runter. Auch gewisse Abläufe einfach, das gleiche Shirt anziehen, immer die gleichen Gesten machen, wie auch immer, Abläufe einfach. Okay. Lieblingsnummer weiß ich schon, aber wahrscheinlich die Zuschauer nicht. Die 4. Mit Abstand, ne? Kommt ja auch nichts dran. Geht nichts. Also geht nicht dran. Cottbus, damals erste Profistation, die 2 gehabt, glaube ich, die schlimmste Nummer überhaupt. Und mit der 4 einfach die schönsten Sachen erlebt und deswegen bin da geblieben. Ja, schön. Gibt es was, wo du dich erinnerst, was so der dümmste Fehler war jetzt im Fußball, wo du sagst, oh shit? Nee, habe ich nichts. Also ich bereue nie irgendwas, was ich gemacht habe, dass man vielleicht mal was anders machen würde, okay. Aber gibt es eigentlich nichts Großes. Okay. Für die Zuschauer, die jetzt nicht aus Berlin kommen, was findest du am schönsten an Berlin? Na, die Vielfalt, ne? Also es gibt so viele unterschiedliche Menschen hier. Man kann so viele unterschiedliche Sachen machen. Nicht nur Party, sondern Kultur auch. Also hat schon viel zu bieten, die Stadt, ja. Okay, letzte Frage. Bester Döner? Hast du einen noch? Nee. Okay. Ja gut, alles klar. Dann müssen wir das irgendwie noch rausfinden. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Waren knackige 5 Minuten. Ich hoffe, die Leute haben jetzt ein bisschen was über Thomas Franke erfahren können. Falls ihr natürlich noch mehr wissen wollt, ihr könnt uns jederzeit auch anrufen hier im Büro und ihn selber fragen, natürlich nur mit Termin. Nee, Spaß. Schreibt uns gerne, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.